Die Bomben- und Raketenangriffe der russischen Truppen, sie nehmen also zu. Und in den Fokus rückt dabei immer stärker die ukrainische Hauptstadt Kiew. Und Sie sehen das Live-Bild, die Menschen haben sich in Sicherheit gebracht, in Bunkern, in U-Bahn-Schächten oder aber in den Kellern ihrer Häuser. Putins Truppen scheinen die Metropole fast eingekesselt zu haben. Bei den Angriffen wurde offenbar ein russisches Flugzeug abgeschossen. Diese Berichte sind von unabhängiger Seite allerdings kaum zu überprüfen. Im Laufe des Tages soll es nun erneut Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine geben. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag leitete offizielle Ermittlungen gegen Russland wegen möglicher Kriegsverbrechen in der Ukraine ein. Der aktuelle Kriegsüberblick von Christoph Hepp. Heftige Explosionen erschüttern die Hauptstadt der Ukraine. Videos in den sozialen Netzwerken zeigen ungewöhnlich helle Lichtblitze über Kiew. NBC-Reporter Justin Redman und sein Team werden Zeuge, gehen sofort in Deckung. Die Bombe scheint in großer Entfernung explodiert zu sein. Die Detonation ist erst Sekunden später zu hören. Genaue Informationen über Opfer in Kiew liegen noch nicht vor. Ukrainische Medien berichten aber über Kämpfe in Vororten der Millionenstadt. In der Nacht wendet sich Präsident Zelensky an das Volk, ruft auf zum Kampf gegen die russischen Invasoren. Wo auch immer sie hingehen, sie werden zerstört werden. Sie werden hier keinen Frieden haben, sie werden keine Nahrung haben, sie werden keinen einzigen ruhigen Moment haben. Die Besatzer werden von den Ukrainern nur eines erhalten: unerbittlichen Widerstand. Widerstand, der aber nicht unbegrenzt hält. Ebenfalls in der Nacht fällt die Hafenstadt Cherson im Süden des Landes. Und so wie hier in Kharkiv sind es auch immer wieder Zivilisten, die bei den Kämpfen sterben. Die UN spricht von Hunderten, die Ukraine von 2000 zivilen Opfern, die der Krieg bislang gefordert hat. Um zumindest die Kinder zu schützen, werden Familien getrennt. Die Abgeordnete Lesia Wasilenko twittert, dass sie zum zweiten Mal innerhalb von 3 Monaten ihre 9 Monate alte Tochter in fremde Hände geben musste. Das ist ein sehr schmerzhafter Prozess, den die ganze Nation durchmacht. Alle Eltern, ganz besonders die Mütter. Aber mein Eid bedeutet, dass ich, komme was wolle, meinem Land und meinem Volk diene. Ich stehe mit der Ukraine und mit dem ukrainischen Volk bis zum Ende. Und auch das ist der Krieg. In Netyschin in der Zentralukraine üben Bürger Selbstjustiz an einem mutmaßlichen Plünderer. An eine Laterne gefesselt wird der Mann misshandelt. Zuletzt hatte auch der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, Plünderer gewarnt. Diese würden nach Kriegsrecht ohne Vorwarnung, so wörtlich, neutralisiert. Und damit blicken wir an diesem Donnerstagmorgen nach Kiew zu unserem Chefreporter Steffen Schwarzkopf. Guten Morgen, Steffen. Also immer mehr Raketen und Bombeneinschläge, auch in der ukrainischen Hauptstadt. Wie hast du also diese vergangene Nacht, die vergangenen Stunden erlebt? Es war eine schwierige Nacht für die Menschen hier in der Hauptstadt. Das begann gestern gegen ungefähr 20 Uhr Ortszeit, wo es schwere Explosionen gegeben hatte. Zunächst offenbar eine abgefeuerte Rakete von den ukrainischen Streitkräften abgefangen. Trümmerteile sind auf den Bahnhof, auf den Hauptbahnhof hier in Kiew gestürzt. Eine Person wurde mindestens verletzt und dann in der Nacht immer wieder ab 2 Uhr morgens, um 3 Uhr, um 4 Uhr immer wieder schwere Explosionen, vor allem in südlicher Richtung von uns an der Metrostation Druzhby-Narodow. Dort sind mehrere Einschläge zu hören gewesen. Man hat hier den Feuerball am Himmel gesehen und ich gehe davon aus, dass viele, viele Menschen diese Nacht wieder in Angst und Sorge verbracht haben und natürlich, wenn immer die Luftalarmsirenen hier angingen, sind die Menschen in die Keller runter, in die Bunker runter. Viele sind gar nicht mehr hochgekommen, sondern haben die Nacht dort verbracht, auch in den U-Bahnhöfen. Aber wie wir heute Nacht gesehen haben, werden auch diese U-Bahnhöfe inzwischen offenbar angegriffen. Ob fehlgeleitet, ob andere Ziele eigentlich ins Visier genommen wurden, das ist schwer zu sagen. Ein Ziel in der vergangenen Nacht war laut ukrainischen Angaben jedenfalls das Verteidigungsministerium hier in der Hauptstadt.